Warten, bis der Anschober spricht. So heißt ein YouTube-Hit aus Niederösterreich. Das Lied, das im ersten Lockdown geschrieben wurde, erreichte über 5000 Klicks. Der Bad Vöslauer Bernhard Hein, der hinter dem musikalischen Erfolg steht, hat jetzt einen neuen Lockdown-Song auf Lager. Petra hat den Lockdown-Blues. Warten, bis der Anschober spricht, hat Bernhard Hein bereits vor einem Jahr geschrieben. Und eigentlich war der Song ganz anders geplant. Ich habe für eine Freundin Songs geschrieben, die sehr talentiert ist, und dieses Lied habe ich für sie eigentlich angefangen. Hat ihr nicht gefallen, war ihr zu platt, sagen wir mal so. Und dann kam der Lockdown, der erste, und alle mussten eben zu Hause bleiben, und diese ständigen Pressekonferenzen waren halt neu, das gab es ja vorher nie. Und dann hat sich eben ergeben, ich bleibe zu Hause, also ich bleibe schon brav daheim, ich kann gut Arbeit zahlen, weil es ja auch stimmt, ja. Ich habe 3 Kisten Bier, und was braucht man noch mehr? Also, und wir sitzen jetzt eigentlich alle zu Hause und warten, bis der Anschober spricht. Eben der Anschober war damals permanent zu sehen im Fernsehen. Und alle helfen zusammen. Eigentlich ein sehr positives Lied, und wir sitzen das jetzt auf die Schnelle durch. Hat sich leider nicht so ergeben. Wir haben schon den dritten Lockdown. Aber so war es ursprünglich geplant. Heute will fast keiner mehr die Pressekonferenzen sehen. Damals waren halt alle ganz gebannt. Wie geht's jetzt weiter in Österreich? Nun hat der Musiker aus Bad Vöslau ein weiteres Corona-Lied geschrieben. Den geänderten Umständen entsprechend ist dieser Song nicht mehr ganz so fröhlich wie der erste. Eine Freundin sitzt zu Hause mit ihren 2 kleinen Kindern, ist schon ziemlich verzweifelt, weil sie eben nirgends hin kann. Sie hat Karten für den Zoo und so weiter. Und sie schrieb mir dann auf WhatsApp, ob ich nicht einen Lockdown-Blues machen kann. Wir haben jetzt den dritten Lockdown, soweit ich weiß, oder ist schon der vierte, keine Ahnung. Und dann habe ich eben ein Lied für sie geschrieben. Petra hat den Lockdown-Blues, habe einfach irgendeinen Blues eingespielt und drüber genödelt. Und das ist jetzt der zweite. Natürlich hat sich viel verändert, aber jetzt sitzen alle schon zu Hause und denken sich, ja, eigentlich mag ich niemanden. Ja, insofern hat sich dann auch der Text geändert. Genau, ja. Der war am Anfang sehr ermutigend, und jetzt ist er halt schon ein wenig frustriert. Sie sitzt daheim mit ihren Kindern, dass das fad ist, sich der Blinder. Sie möchte so gern außer irgendwas tun. Doch außer kochen, wicken, schruppen und ein bisschen spülen mit Puppen, kannst du spazieren gehen in der Wintersonne. Warten, bis der Anschober spricht, ist auf YouTube schon ein kleiner Hit geworden. Glaubt der Künstler mit dem neuen Werk einen ähnlichen Erfolg zu haben? Diese Dinge kann man nicht wirklich beeinflussen. Das sind Zufälle, dass irgendwas weitergeteilt wird. Es gibt ja kaum Unterstützung seitens des ORF oder so. Du wirst eigentlich ignoriert. Es wäre sehr schön gewesen, wir hatten eine Riesenchance eben am Anfang des Lockdowns, Aufbruchstimmung, wir spielen mehr Österreicher und so weiter. Aber im Endeffekt wurden doch nur Leute gespielt, die Verlage haben oder bei Plattenfirmen sind. Ich bin ja schon froh, dass mehr gespielt wurden. Aber wenn du jetzt hier nicht mitmachen willst, weil du es einfach als Hobby betreibst oder so, ist die Qualität nicht wirklich ausschlaggebend, eher wen kennst du und kommst du so ins Radio. Aber ob das ein Hit wird über YouTube und über Facebook, kann man nicht beeinflussen. Sie hat den Lockdown Blues. Petra hat den Lockdown Blues. Sie hat von davon 5 Kinder zu Hause ganz allein. Sie hat den Lockdown Blues.